Willkommen zu einer neuen, entschuldigen Runde WoW Burning Crusade Classic von Blizzard Entertainment. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Über ein Abo freue ich mich riesig. Wir haben jetzt endlich mal hier die Quest. Der Todespirscher Ratiel steht hier mal rum. Da können wir den gleich mit annehmen. So, neue Aufnahmesession. Sieht sehr cool aus hier. Einmal alles klopfen, jawohl. Dann rennen wir auch gleich mal runter. Heute gucken wir mal wieder nicht in die Post. Ich habe noch nichts rausgenommen. Schon eine ganze Weile her, dass ich gezockt habe. Wir müssen uns mal buffen. Könnte ich das vorne auf die Tasten legen? Jawohl. Könnte man auch hier oben drüber machen über das Pelli Power. Wenn es mal wieder gespeichert wäre. Map. Den da aktualisieren. Blip. So, seid ihr schon mit dabei? Jawoll! Immer drauf. Uff, dummer. Ja, wir haben uns auch schon mal durchgeschnellt, ne? Ja, weil wir die Quest nicht hatten. Hier unten soll man. Da soll man die Gargoyle-Fragmente. Jo. Ja, ein bisschen größer werden wollen wir auch noch. Ziel ist immer noch Level 20 zu werden. 18,5 Hammer. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da ist die Hälfte. Hier. Jo. Ab zum nächsten, obwohl der uns schön gut auf die Mütze gegeben hat. Das sind gerade Mobs hier. Aber ich muss auch treffen. Und es ist ein Riesenunterschied, welchen Charakter du spielst, ne? Mit einem Karstadt sieht das ganz anders aus. Der hat auch eine ganz andere Trefferwertung, haben wir festgestellt. Da gehen viel weniger Cards daneben, wie bei uns Schläge. Als Nahkämpfer. Und dazu kommt, dass du viel weniger Damage kriegst als Caster. Noch schöner ist es, wie gesagt, beim Jäger, den ich im Moment spiele. Da kommt ungefähr die Hälfte vom Schaden am Pattern. Das ist nice. Da siehst du in der Burning Crusade Welt, neben dir in Paladin kämpfen. Der ist nach einem Mob, also nach einem Kampf, ein Mob, ist der komplett leer mit Mana und hat gerade so überlebt. Und wir schnetzeln da mit einem Jäger 3, 4, 5 Mobs hintereinander. Ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und das Oberequip habe ich auch nicht an, im Gegenteil. Da ich ja auch wieder alle Quests mitgemacht habe. Jojo! Irgendwie laufen wir hier mit Mana leer. Gefällt mir gar nicht. Und dass das hier immer so weit rausläuft, gefällt mir auch nicht. Achso, zu klappen können wir nur außerhalb des Kampfes. Dass hier keine Herzen droppen und so weiter, das ist auch schon wieder lustig. Ja, die droppen ganz schlecht, ne? Das musste ich ja dazu sagen. Damit sie dann wieder droppen. Aber das waren, glaube ich, auch nur die und die hier nicht. Jawohl, genau. Nur die hungrigen Auferstandenen, die gegeißelten Kannibalen machen es nicht. Hier droppt nicht jeder für mich, genau. Was droppt ihr denn eigentlich? Und warum sehe ich euch immer nur noch hinten latschen? Ne, die kommen auch wieder. Warte mal, hier, der hat doch. Und da können wir doch. Genau. Das mal viel öfter benutzen. War das eine gute Idee, mit nur 50% in den Kopf zu gehen? Es ist ja ein grüner Mob. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Genau. Ja, der blinkt schon.
Wir gehen mal an die Seite, nicht dass uns Lutzrauen oder faule Bein überrascht. So, oder ein Riesbohren. Papp, papp. Essen und trinken, auch mal was Neues. Daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen. So, ich behaupte mal, wir sind voll. Das ist immer nicht, aber das macht der nächste. Wie viel brauchen wir noch? Achso, das waren 7 faulende Herzen, aber das ist nicht so schlimm. Tim. Davon braucht man noch 4. Wir müssen nur aufpassen, dass uns das Ding nicht in den Rücken fällt. Kiste? Nö. Ach nee, das ist nur irgendwas, was hier drauf gespießt ist. Ein Helm oder? Komm, nimm mal den mit, dann sehen wir's. Ein Kochtopf? Nein, ein Totenkopf. Das war ein ziemlich großer Totenkopf. Kann nicht mal von einem Tauern sein. Sieht doch auch metallisch aus, ne? Extra gefertigt dafür, jawoll. Oder von einer Ingenieursmaschine. Ja. KI. Schwach. Ja, ne. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, was das denn hier für ein Lootbeutel ist, aber Faulbein. Die stehen hier ganz unten an der Quest. 21 plus. Na, hör mal zu. Dschungel. Da haut ihr hier permanent von Latz. Lass dich wohl nicht so vermöbeln. Dann muss ich dich nur heilen. So, von denen haben wir schon 7. Das ist der 8. Ja genau, ihn jetzt nochmal drauf. Da fällt er um. Kannst du gleich zum nächsten hier. Wir gucken mal ein bisschen rechts, links. Da sind 3 von denen. Ja, hier ist gemischter. Wir nehmen den gemischten Salat. Der Bietchen. Stell mal. Wir stellen meine Steinstatue auf und gucken, wie viel die uns hält. 8, 8, 23, 8. Mhm. Bleiben wir hier stehen. Jawohl, Malachit. Heben wir uns auf. Das wird schön. Halt! Oh, das wird schwierig. Also Kupfer. Ein Kupfer. Genau, mit A. Mario lacht sich schon wieder kaputt im Hintergrund. Kupfer mit A. Du machst mich fertig, hat er geschrieben. Ach komm, ist ja lustig, echt. Also hier oben hat irgendjemand freigemacht. Hier ist mindestens eine Flatter-Fledermaus, eine ganz große. Und wenn du Pech hast, auch hier der... Deswegen ist auch hier der Lootboy, der Faulbein. Der spawnt, glaube ich, sogar hier oben. Also da unten sich hinzusetzen, äußerst ungünstig. Habe ich gehört. Hm? Habe ich selber auch schon gemacht. Weiß ich, dass das ungünstig ist. Hm? Selbst da hinten kriegt er dich. Ja. Gehst da aufs Klo, holst dir einen Kaffee und dann... Hat's da unten quietsch gemacht. Und du hast es ja auch nicht gesehen. Ja gut, sowas will man noch nicht sehen, ne? Wieso ist das schon wieder offen? Menno. Mach doch mal zu, wir sehen es auch so auf der Map. Da brauchen wir noch einen. Oh, ist das schön, wenn man hier nichts durchrollt. Ich habe mit meinem Großen in Chat ein... Alter. Boost hier, Boost da, Boost hier und Boost nochmal hier und nochmal da. Für sämtliche Instanzen. Können die Leute nicht mehr selber spielen? Hammer, ey. Und dazu kommt ja, dass sich die Boosts ja auch nicht so dermaßen lohnen. Ne? Wenn dich ein 70er zieht, weißt du, dass du weniger EP kriegst, als wenn du durch die Instanz läufst. Normal mit 3, 4 Mobs.
Also mal so ein geplaudertes aus dem Nähkästchen. Uralt System war so, dass du, wenn du eine Gruppe gemacht hast, als ein Spieler alleine, kriegst du so und so viel EP. Zwei Spieler zusammen, eine kleine Gruppe sozusagen, kriegst du etwas weniger EP pro Nase. Bei drei Spielern bekommst du schon wieder etwas mehr EP pro Nase, weil das schon als kleine Gruppe zählt, die für Instanzen gedacht ist. Oder für Bösslinge sozusagen, dass du nicht bestraft wirst, für Bösslinge eine Gruppe aufzumachen. Das gilt auch bei 4 und 5. Da kriegst du richtig gut EP, wenn sie alle im selben Levelbereich sind. Bist du allerdings 20 Level höher, bekommst du nur noch ein vizekleines bisschen EP. Seid für alles bereit. Sind da 72er in der Gruppe, die dich durch Kloster oder sonst irgendwas ziehen, ist auch egal, ob du 340er bist oder 335er. Ist egal. Du kriegst nur noch eine kleine Fitzelbissel vom EP-Pool. Da musst du dann noch öfter da durch. Ja. Nee. Nee. Also ich bin kein Fan davon, wie man hört. Kannst du machen, wie du willst. Kannst du halten wie ein Dachdecker. Ist völlig Latte. Genau. Aber ich muss es nicht haben. Ah. Da sollte man nicht reinrennen. Hab ich verstanden. Zieh den mal nach hinten. Ja, genau durchs Gestrüpp, damit wir was sehen. Jui, ist das hier ein Dickicht. Wundert mich. Gerade mich wieder zurückgestellt. Ich muss ja nämlich bei mir auf dem Großen auch wieder die Systemeinstellung auf 1 drehen, damit ich was sehe. Aber das kennt er ja. Gucken wir gleich nochmal nach. Ich vergesse das am Anfang immer wieder. Da denke ich nie dran. System, jawohl, steht auf 10. Wir wollen ja auch ein bisschen Grafik hier sehen, ne? So, in diese beiden Höhen lohnt es sich reinzugehen. Wenn man hier noch Power unterm Poppes hat. Ich will kurz sagen, durch die musst du dich eigentlich gar nicht durchklippeln. Aber ziehen möchte ich sie jetzt gerade auch nicht. Und im Moment laufe ich hier rum wie ein aufgeschrecktes Hühnchen. Aber das bin ich ja auch gerade irgendwie. Quatschen und konzentrieren ist nicht. Da ist er, Erz. Oh, schnell hinterher. Wenn der Hilfe holt, bist du dran. Machen wir mal zu. Genau, dann hacken wir hier Kupfer. Wir nehmen ja wirklich nur noch das mit, was wir unterwegs finden. Ne? Also, was uns direkt so vor die Nase hüpft. Tschabum! Uiuiui, das war ein dickes Kupfer, ein großes Kupfer. Hier können wir nochmal das und das. Und damit er nicht wegrennt. Grünau, wenn die hier drin sind, ist das schön. Ich merke gerade, ich gucke zum allerersten Mal in diese Höhle hier rein. Ich habe nie gedacht, dass die so klein ist. Die drüben ist wesentlich größer. Hammer. Ja. So sieht man das auch mal. Und Hand auflegen ist ready. Jawohl. Dann geben wir es uns mal. Nehmen den mit dazu. Den nächsten unterbrechen wir so. Auch wenn wir gerade voll sind. Das haben wir, das haben wir. Statue könnten wir auch noch stellen. Oder wir nutzen ihn einfach so um. Grünau, wir sind stark genug für 2. Mops. Die fast grau sind. Oh. Da möchte ich mir gar nicht vorstellen, was ist, wenn wir meine gelben ziehen. Oder so eine Gruppe, die ich nicht ziehen sollte.
deswegen lodge ich gerade quietsch dem hinterher und biege scharf ab zurück. Steht ihr hier allein? Ah, da kommt gerade einer dazu. Das hätten wir ja mal nutzen können. Ich habe keine Ahnung, wie hier die Pats laufen. Von denen haben wir ja schon vier. Guck raus. Sind wir gut? Ja. So lange gewartet, dass der wieder abläuft. Dafür ist der andere wieder da. Der Hammer. Hammer, Hammer, Hammer! Den kannst du auch gleich gönnen. Währenddessen können wir hier ein bisschen aufräumen. Lass ihn doch nicht weg rein, du Schwachkopf. Da kannst du dir den hier auch gleich gönnen. Willenskraft. Aber Ausdauer. Komm. Hilfe. Wer bist du? Oh, Strauchdieb haben wir noch gar nicht. Nimm mit. Glaube ich nicht, dass wir es brauchen. Ist das nee, doch mal definitiv bessere. So, Strauchdieb Hammer, den brauchen wir nicht. Was bist du? Knoll. Knoll. Haben wir den nicht erst umgenutzt? Hat er sich jetzt wieder hier hinge? Das ist bestimmt eine Pat. Das lege ich jetzt mal so fest. Und er hat sich hier hingestellt. Hm. Kann natürlich auch Respawn sein. Locker, merklich. Wer bist du denn? Ein Strauchdieb. Oh, du auch. Komm. Hm? Ja. Schweinsjobt. Nein, den Strauchdieb jobt. Ja, den Hammer. Au. So geht das. Auch wenn man den hier gleich danach zieht. Hilfe! Leck! Nö, 28. MS. Latent. Das ist latent, genau. Schnapp den Knoll mal bitte ein bisschen nach hinten. Ich sehe da nämlich schon wieder einen Kupfer. Huch. Jawohl, haben wir den auch. Was brauchen wir denn noch? Drei Strauchdiebe. So, eine ganz schön bewachsene Höhle hier. Ja, bewaldet. Oh, da muss ich aufpassen mit solchen Sprüchen. Da ist es. Ein Kupfer unten zieht. Ach da, hier rechts neben mir ist das Kupfer. Ja, nicht gesehen. Hier mit. Kupfer. Jetzt müsste ich das mal so rummachen, wa? Das sind Humans auch noch. Rückwärtsgang. Sonst geht es gleich gar nicht mehr weiter. Da siehst du. Dir klauen wir mal das da. Geben uns das da. Ja, das war jetzt einfach nur pauschal, damit ich mir mal den Dreier aus der Kohle. Braucht er was nicht. Unterbrochen haben wir damit auch nichts. Also doppelt falsch. Nein, falsch kannst du ja gar nicht sagen. Ungut. Jawohl. Doppel-Ungut und Doppel-Plus-Ungut. Kennst du das? Hm. Buch kann ich nur empfehlen. Nice. So, Hammer. Hör mal auf zu kloppen dort hinten. Das ist meins. Da steht ganz groß Dasesch drauf. Hast du verstanden? Guck. Huch. Ich muss sagen, das hat was, ne? So rum. Darf ich einmal? Na, bestimmt nicht. Genau. Klopfen wir drauf.
Hopp. Och, das ging aber mal geschmeidig. Wenn du nämlich draufklopfst, ziehst du ihn gleich. Die haben eine ziemlich große Akku-Range, muss ich sagen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen wäre schön und über ein Abo freue ich mich riesig. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann aktiviere bitte die Glocke. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.